Servus Leute und Hallöchen und willkommen zu einem weiteren vom Messi zum Minimalisten Video von mir. Letztes Mal haben wir ja im Keller gestartet und da möchte ich natürlich auch weitermachen. Wir haben hier einmal angefangen aufzuräumen bzw. ja auch so ein kleines bisschen auszumisten und sind hier oben dann mehr oder weniger stehen geblieben. Ich habe da jetzt nicht allzu viel ausgemistet, aber ich habe auf den Rat von einigen von euch gehört und werde jetzt die Gläser definitiv aussortieren. Ich habe hier unten schon mal eine Kiste vorbereitet und in dieser Kiste habe ich die ganzen Sachen dann einmal reingetan, weil die ganzen Gläser, ich verwende sie tatsächlich überhaupt nicht mehr und sie dann einfach nur aufheben und als Staubfänger missbrauchen, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Das bedeutet, wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Ich habe noch dieses Imprägnierspray. Ehrlich gesagt, ich habe das noch nie so wirklich genutzt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht vielleicht doch einmal wegschmeißen sollte. Oder zumindest zu den Schuhen, wo es eigentlich hingehört. Ich glaube, das ist sinniger. Das werde ich dann einmal zu den Schuhen mitnehmen. Dann habe ich übrigens auch noch gefunden, einmal einen Tortellini-Maker. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eben für gefüllte Teigtaschen. Da habe ich früher sehr viel damit gemacht und möchte ich auch wieder machen. Aber das ist eher sowas, was ich im Sommer gerne mag. Aber das hat hier in dem Abteil eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Ich werde es mal nach drüben räumen zum Essen. Da ist es schon eher aufgehoben. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal hier diese Kiste. Und da sind jetzt die ganzen Gläser drin. Ich weiß nicht, ob ich die zum Gebrauchbahnhof bringen soll oder vielleicht einfach in den Müll. Also Glasmüll. Zum Wegschmeißen sind sie dafür, ehrlich gesagt, zu schade, dass sie einfach dann im Glasmüll mehr oder weniger verrotten. Also werde ich sie wahrscheinlich dann auf den Gebrauchbahnhof bringen. Ja, das heißt, ich werde dann noch eine Kiste für den Gebrauchbahnhof machen. Hier oben sogar, da so Kugeln für Weihnachten, aber ich kam halt leider noch nicht dazu. Ja, hier sind auch wieder einige so Lichter, die finde ich sehr schön, die möchte ich dann im Sommer draußen auf der Terrasse tun. Das können wir im Sommer dann machen. Und hier, ich weiß nicht, entweder ist es hier Weihnachtsdeko drin oder tatsächlich Schuhe für den Winter und Herbst, wobei die Schuhe ja eigentlich durchgestrichen sind. Jetzt habe ich eigentlich noch hier noch etwas, wo ich jetzt mal so ein bisschen Ordnung reinbringen möchte. Also, dann normalerweise müsste ich jetzt wieder im MHD gucken, aber ich glaube, dass die vorderen hier, das waren die frischeren. Deswegen mache ich das jetzt einmal so. Und das da kommt einmal oben hin. Ja, dann, ey, wir haben so viel einfach. Wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen, Chili und so machen, dass wir hier die ganzen Kidneybohnen einmal aufbrauchen. Wir haben fast keine gehackten Dosentomaten mehr. Die haben wir jetzt echt tatsächlich sehr schön aufgebraucht. Das kommt jetzt auch hier hinter. Ich glaube, da kann ich sogar drei übereinander tun, genau. Und dann kommt das dahin. Das ist noch Marmelade von meiner Oma. Die hebe ich irgendwie noch auf, ich weiß nicht. Ist irgendwie zu schade zum Essen. Geflügelfond, das wollte ich eigentlich ja an Weihnachten nutzen. Oh Gott. Jetzt habe ich mal das hier zumindest geschafft. Ich habe es ein bisschen mehr sortiert und versucht, das Ganze etwas zu schlichten und zu organisieren, dass es einigermaßen thematisch zusammenpasst. Und vor allem hat man jetzt hier auch ein bisschen mehr Platz und Übersicht über alles. Wir haben sehr viel Konfitüren, denn eigentlich sind es keine Marmeladen, sondern Konfitüren. Und ja, ich denke mal, dass das fürs Erste dann mal reicht, denn allzu viel will ich auf einmal auch nicht machen. Sonst hat man immer keine Lust mehr und verliert den Mut.
Ich arbeite mich ja quasi Stück für Stück hier einmal vor und jetzt habe ich das Abteil hier schon einmal geschafft, dann das hier jetzt und nächste Woche kümmern wir uns dann um das da. Also quasi da, wo die ganzen Nudeln, was haben wir denn noch, Tees, also Nudeln, Tees, dann haben wir Brötchen und alles mögliche, so ein bisschen Waschmittel auch. Was eigentlich thematisch nicht unbedingt dahin gehören sollte, das werde ich dann vielleicht mal da oben, wo ich jetzt Platz gemacht habe, sortieren. Und ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und am besten abonniert ihr mich auch einmal. Das ist komplett kostenlos. Und wenn was kostenlos ist, dann ja, warum denn nicht machen? Und damit würdet ihr mich auch ganz kostenlos unterstützen. Und dann schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerade auch am Ausmisten seid. Ich habe es ja auch nicht eilig, von dem her, es hetzt mich ja keiner. Ich mache das ja freiwillig. Und ja, auch ein bisschen, weil es einfach langsam wieder gemacht werden sollte, weil es einfach schon Chaos pur ist, aber naja, ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video hier schaut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!